Meine Lieben, ich habe heute für euch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ein wieder mal recht kontroverses Thema, sicherlich für den einen oder anderen. Meine Lieben, ich möchte vielleicht vorab sagen, lasst euch doch von mir nicht so triggern. Ich erzähle Märchen, vedische Märchen. Ich betone immer wieder, dass es jedem frei steht, mich weiterzuschauen oder auch nicht. Ich möchte euch nichts Böses und diejenigen, die mich immer wieder gucken und sich vielleicht nicht triggern lassen oder positiv triggern lassen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Und die neu dazugekommenen, ich habe eine direkte Art, Disclaimer, ich meine es aber nicht böse. Sobald ihr euch daran gewöhnt habt, könnt ihr sicherlich die eine oder andere sehr wertvolle Information rausziehen. Heute geht es um das Thema Haare. Deswegen habe ich auch meine Haare mal offen, meine Antennen. Im Vedischen ist es ja angeraten für eine Frau, für das Weib, ihre Haare zu strukturieren, zu schützen, um so auch ihren Alltag, ihr Leben zu strukturieren. Aber heute möchte ich mal meine Antennen hier ausfahren, weil wir eben das Thema Haare haben. Ja, und zwar habe ich mir hier einige Notizen gemacht und wir gehen die Schritt für Schritt durch. Wir haben ja im Vedischen, im Slawischen, die sogenannte Bukwica. Das ist unser heiliges Alphabet. Ich blende es hier ein. Und dieses Alphabet besteht aus 49 Buchstaben. Und wir haben ja, wie ihr seht, den Buchstaben W. Am besten male ich das hier nochmal an. Also, das ist der Buchstabe W. Ist eigentlich der Buchstabe B im lateinischen Alphabet. Und W, also unser Alphabet, ist gleichzeitig sind gleichzeitig Buchstaben, aber auch alles Kodierungen und alles auch heilige Zeichen. Hinter einem Zeichen steht eine Vielfalt an verschiedenen Gestalten, Symbolen, Sachverhalten. Und so haben wir das auch bei dem Buchstaben W. Und woran denken wir bei dem Buchstaben W, als die einer slawischen Sprache, einer kyrillischen Sprache mächtig sind? Wir denken da an Volasy, das sind die Haare. Volasy ist aber auch eine Abwandlung unseres Gottes Veles. Veles steht bei mir hier auf dem Altar und repräsentiert, ist der Gott, ja, aller, ist der Schutzpatrone aller Künstler, alle Magier, alle Freigeist, Freidenker. Und seine Domäne ist der Wald, Veshilies. Und Veshilies ist wissender Wald, aber gleichzeitig auf der Hyperebene oder auf der Metaebene ist es dieser ja, weltweite Internet. Wir kennen das ja, viele kennen das von euch, dass zum Beispiel auch das Myzel der Pilze ein weltweites Netz bildet und dass der Wald so kommuniziert und so bildet dieser Veshilies, der wissende Wald, dieses Feld, wo wir miteinander alle Wesen miteinander vernetzt sind. Und Veles freut sich natürlich, wenn wir in diesem Zeitalter, in was wir seit 2012 eingetreten sind, auch wieder haarige Menschen werden. Sowohl Männer als auch Frauen. Ich habe in irgendeinem meiner Videos gesagt und ich betone es auch immer wieder bei meinen Vorträgen, in dem Zeitalter von Veles seit 2012 ist es ein Muss, ein haariger Mann und ein haariges Weib zu sein, wenn du wirklich ein spiritueller Mensch sein möchtest. So zumindest unsere vedische Welt sich. Und ich betone, wenn sie mit dir nicht resoniert, dann das wieder in dir. Und Veles steht auch für Vola Volna, die Freiheit. Die breite, weite Freiheit. Vola Volna, genau. Und steht auch für das Zeitalter des Wolfes, auch Volk. Volk, Veles, Volasy. Alles fängt mit denselben Buchstaben an. Und bis 2012 hatten wir auf dieser Erde das Zeitalter der Füchsen
der Mara, der Göttin Mara, der Göttin der Dunkelheit, des Sterbensprozesse. Aber Mara ist gleichzeitig, wir erinnern uns, Mati Ra, die Mutter des Lichts. Und Mara ist die große Tricksterin in allen slawischen, russischen, ukrainischen, weißrussischen und auch zuweilen in deutschen Märchen ist sie ja die große Tricksterin. Und witzigerweise hatte ich mal eine auf meinem Telegram-Kanal, die ständig irgendeinen Spam geschickt hatte und ihr Name war Mara Fox. Das fand ich sehr lustig. Deswegen hatten wir auch Fox News und wir hatten und im vedischen, also in unseren slawischen Märchen heißt die Füchsin auch immer Lisa Patrikjewna. Und wir erinnern uns, wann war das? Vor einigen Jahren starb Elisabeth, die Königin Englands, und symbolisch erklärte mit ihrem Tod das Ende des Zeitalters der Füchsin. Und im Zeitalter der Füchsin, der was jetzt weiß ich nicht, wie viele, ich habe jetzt vergessen, wie viel, 1600 Jahre, glaube ich, gedauert hat oder mehr, nimmt es mich nicht genau beim Wort, ich bin nicht so gut bei den Zahlen, sondern eben bei den Bildern. Und in diesem Zeitalter herrschten Lügen, herrschten diese ausbeuterischen Systeme, die ihren Höhepunkt auch ja, in den 90ern und 2000 erreicht haben mit diesen ganzen Bankensystemen und Network Marketing und so weiter und so fort. Oder Pyramidenmarketing, Schneeballsysteme, das ist alles ihre Domäne. Hinter Licht führen, alle verarschen. Und daher hat uns Mara, die ja auf das Volk eine dunkle Wolke Morak sendet, eine Verwirrungswolke, hat diese Verwirrungswolke einen Großteil der Menschen umhüllt und ihnen gesagt, dass sie mit ihren eigenen Händen ihre eigenen Haare zu ihrem eigenen Preis missbrauchen, also zu ihren, mit ihrem eigenen Geld missbrauchen sollen. Das, daher hatten wir diese ganzen Erscheinungen wie Sugaring und Waxing und die nackten Gesichter der Männer in den Büros und die kurzen Haarschnitte. Und das Ganze hat eigentlich auch schon sehr stark bei den Römern angefangen. Die Griechen hatten noch teilweise lange Bärte, jedoch dann kurze Haare. Bei den Römern haben wir sowohl kurze Haare als auch ein rasiertes, glattes Gesicht. Und die Frauen, Weiber, haben dann angefangen in diesem Zeitalter verstärkt, insbesondere jetzt in den 80ern, 90ern hat das den Höhepunkt erreicht, ihre Haare überall irgendwie zu behandeln, zu färben, die Haare, die lockig sind, zu glätten, die Haare, die glatt sind, mit Dauerwelle zu malträtieren, ihre Achseln zu rasieren, ihre Joni, ihren heiligen Schoß zu rasieren, die Augenbrauen auszuzupfen und sich, was heute auch sehr modern ist, und sich welche drauf zu malen. Das hat die Mara auch sehr toll gemacht, ne? Eigene Augenbrauen weg, dann irgendwelche so käfermäßigen Teile, die an den einen der Sekretäre der Sowjetunion, Brezhnev, erinnern, der hat auch so ganz dicke Augenbrauen erinnern. Das alles ist im Zeitalter von Mara selbstverständlich und normal und irgendwie gar nicht verrückt. Und Haare auf dem Kopf verbinden uns mit Kosmos. Deswegen haben wir auch im Russischen den Begriff Kosme für die Haare, bei den Frauen insbesondere. Und Zopf heißt bei einer Frau Kasa, Divitja, Dlinnaya Kasa, Divitja Krasa, langer Zopf, Mägdleins Schönheit. Und bei den Männern werden die Haare oft Vlasse genannt, was von dem Wort Vlast stammt. Das heißt, du bist ein Herrscher über die Begebenheiten in deinem Leben. Und unsere Haare auf dem Kopf bei Mann und bei Frau verbinden uns mit dem Kosmos, mit den elektrischen Energien. Deswegen können sich die Haare auch so schön elektromagnetisch aufladen, besonders bei der bösen Synthetik, aber das ist ein gesondertes Thema. Und sie verbinden uns, sie stellen auch gleichzeitig die Verbindung zum Goldenen Reich. Und Augenbrauen sind die Verbindung zu der Liebe,
Sie symbolisieren unsere Liebesenergie. Und deswegen hat das Unlicht überall Agenten verbreitet in den letzten Jahrzehnten, dass die Frauen sich die Haare ganz besonders dünn zupfen sollen und wie gesagt, oder komplett wegmachen, dann neue draufmalen und somit, wie man im Vedischen sagt, verlieren sie dann die Fähigkeit, diese Herzensgüte aufzubringen. Nicht nur das Herz leidet auf der physischen Ebene, weil diese Verbindung ist auch direkt, die ist auch physisch, sondern auch eben diese Fähigkeit, ganz herzlich zu lieben. Deswegen früher, und das kenne ich auch noch aus den ukrainischen Volksmärchen, Волета корови усі повмирають, біле личко чорне брови. Und zwar Stiere und Kühe werden sterben, aber weißes Gesichtlein und dunkle Augenbrauen werden niemals vergehen. Also ein großer, also viele, viele ukrainische Volkslieder sprechen von den wunderschönen Chornobrova, Bilolitz, also weißhäutig und dunkelbrauig und ja, deswegen bin ich ganz, ganz stolz auf meine Augenbrauen. Das heißt, ich habe zumindest im Potenzial oder gute Veranlagung eine ganz große Herzensliebe aufzubringen. Zuweilen fällt sie mir schwer, aber das ist ein anderes Thema. Zumindest habe ich sehr gute Voraussetzungen. Deswegen hat man früher, wie man sagt, sich die Braut auch nach diesem Kriterium ausgesucht, nach den hübschen breiten Brauen. Natürlich bei den dunkelhaarigen Frauen sind die Haare, Augenbrauen entsprechend dunkel. Bei den hellerhaarigen Frauen sind die heller, aber da hat man trotzdem auf die Breite geschaut. Deswegen schaut zu, liebe Weiber, meine Empfehlung an euch, gemäß dieses Konzepts, kein Dogma, nee, das wollen wir nicht, kein Dogma, gemäß dieses Konzepts eine Empfehlung, eine Leitlinie, ein Rat, ganz sanfter, diplomatischer Rat von mir, lasst euch eure wunderschönen Augenbrauen wachsen. Auch in der Mitte lasst sie zuwachsen. Eigentlich ist es ein Zeichen eines starken Stammes. Ich habe zum Beispiel zusammenwachsende Augenbrauen und ich sehe es auch bei meiner Tochter und ich feiere es. Und früher habe ich mir das jetzt weggezupft und jetzt lasse ich das einfach wachsen. Was haben wir noch? Aber dieses Weltbild ist für weiße Menschen. Wir sprechen jetzt hier von den Bewohnern Eurasiens, die früher weite Gebiete Eurasiens besiedelt haben, weil jedes Volk hat seine eigenen Besonderheiten und deswegen haben die schwarzen Menschen zum Beispiel auch ihre Gurus und die schwarzen Frauen lauschen den weisen, bärtigen schwarzen Männern, die asiatischen Frauen lauschen gerne ihren bärtigen, spärlich bärtigen, asiatischen weisen Männern und wir lauschen am besten unseren weisen, bärtigen, haarigen, weißen Männern, aber da wir auf dem deutschsprachigen YouTube, im deutschsprachigen YouTube, diese Männer, die das vedische Wissen aktiv verbreiten, bis auf Frank Willi Ludwig, nicht haben, so bin ich stellvertretend für die bärtigen Männer, eine haarige Frau. Und zwar jedes Härchen an meinem Körper ist da, wo es sein sollte und wird geehrt und nicht angepackt, nicht berührt. Und ich kann euch sagen, seit ich aufgehört habe, meine Haare zu rasieren oder zu zupfen und sie gebeten habe, an den Beinen etwas weniger zu wachsen, damit ich nicht ständig lange Röcke tragen muss im Sommer zur warmen Jahreszeit, haben sie auf mich gehört, Tatsache, Tatsache. Und seitdem ich auch Röcke trage und jetzt den Leggings oder Hosen und allem, was so ist, abgeschworen habe, seitdem wachsen sie wirklich viel weniger. Das ist wirklich eine Tatsache. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Das ist ein Wunder, aber durchaus möglich. Probiert's mal aus. Und diese Propaganda, die dauerte lange genug, dass wir mit unseren eigenen Händen, mit unserem eigenen Geld unsere Gesundheit schädigen. Aber jetzt, so das Vedische, ist es rum und wir werden wieder fröhlich
haarig. Und das, diesen Trend sehen wir auch bei den Bärten, bei den Männern, finde ich wunderbar. Auch insbesondere finde ich es schön, dass die Bärte dann auch schön gepflegt sind. Weil, ja, das sollte vielleicht gesagt werden, liebe Männer, wenn ihr einen Bart habt, bitte pflegt doch den Bart. Jetzt, wir sehen sehr viel, dass auch in der vedischen Bewegung in Russland, dass viele Männer, auch die, die viel zu jung sind, anfangen, sich diese Bärte wachsen zu lassen. Und dann sind das so einzelne Härchen und da sieht das alles so mickrig aus und das wollen wir nicht. Denn es entmutigt andere Männer, auch sich die Bärte wachsen zu lassen. Und da entsteht so ein Vorurteil, dass da alles hängen bleibt und dass da ja, so ungepflegt ist und das muss ja nicht sein. Also in unserer vedischen Tradition ist der Bart schon was sehr Besonderes. Barada, ich erinnere euch, Bagatstva Roda, Reichtum des Stammes, das heißt, jedes einzelne Härchen verbindet dich als Mann mit irgendeinem deiner Ahnen aus der Vergangenheit. Und das willst du hegen und pflegen und dir wunderschönes irgendein natürliches Öl reinschmieren oder dein Weib darum bitten. Also genau. Und früher war wie Augenbrauen bei den Weibern, war der Bart sehr hoch geschätzt in unserer vedischen Kultur. Und leitende Positionen hat man, wie man sagt, sogar den Männern gegeben, die auch einen kräftigen Bartwuchs hatten. Wenn der Mann das noch nicht hatte, dann musste er noch warten. Das heißt, er war noch nicht reif genug. Und insbesondere war ein ganz dicht wachsender Bart, dann sagte man, dass sein Stamm ganz besonders mächtig, kräftig und ganz besonders antik ist. Bei den Männern mit einem eher spärlichen Wuchs sagte man, dass dieser Stamm noch jung ist. Und erst ab der Zeit Peter des Großen hat er durchgesetzt, dass den Männern die Bärte abrasiert wurden. Es hatte den Hintergrund, wie uns unsere vedischen Meister Valkyrie sagen, dass Peter ja bekanntlich das Fenster nach Europa öffnete. Und durch dieses Fenster strömten Wesen, denn ja, Westen, wir wissen das ja, Osten hat sich viel länger gehalten, die vedische Kultur hat sich viel länger gehalten und die orthodoxe Kirche hat bei weitem nicht so schlimm gewütet und war viel mehr tolerant gegenüber Zweigläubigkeit, der vedische Glaube, die vedischen Götter und der Orthodoxie. Und in Europa hat Katholizismus und Protestantismus wirklich gewütet mitsamt Inquisition und wir haben da auch eine Erscheinung, also viele hormonelle Störungen, weil da auch schon bei der Kleidung die Mode statt die Kultur der Kleidung aufgezwungen wurde und diese Erscheinung breitete sich dann auf die östlichen Gebiete mit. Als Peter der Große an die Macht kam, man sagt ja auch, der wurde dann auch irgendwann ausgetauscht, der ging ja nach Hamburg, um dort Schiffsbau zu lernen und man sagte, er wurde dort ausgetauscht und man hat jemand anderen geschickt und der wirklich strikt vorgegangen ist gegen die vedische Kultur, die 300 alten Großväter oder Großmütter niedergemetzelt hatte, die wir ja damals noch hatten, wie man sagt. Und um diese genetische Störung, die wir schon im Westen aufgrund all dieser Ereignisse beobachtet haben, wie auch, wie man sagt, Kreuzung mit Wesen von anderen Zivilisationen, die zu uns kamen, diese genetische Störung zu vertuschen, hatte dann für alle bestimmt, dass sie ihre Bärte abrasieren sollten. Auch diese Mannsbilder mit ihren ganz dicken Bärten, die waren dazu verpflichtet, ihre Bärte abzurasieren und viele haben sich geweigert und zogen es vor, sogar zu sterben, als sich den Bart abzurasieren. So groß war die Verbindung zu dem Bart, kann man sich doch kaum vorstellen. Und er ging dann gegen diese Bayari, diese Edelmänner vor mit den dicken Bärten und es wurde die Mode aufgezwungen, wo Männer dann Perücken trugen aus Frauenhaaren. Man kann sich dann vorstellen, was dann mit der Physiologie, mit der Psychologie eines Mannes geschieht, mit seinen Antennen, wenn er Frauenhaare oben auf dem Kopf hat und verpackten den männlichen Stolz in weiße, viel zu enge Leggings, was wir heute mit den Jeans hatten und
unsere geliebte Ljubaslava, die Vorreiterin der energiebewahrenden Bewegung in Russland, sagt, Problem hier unten beim Köpfchen, Problem hier oben bei dem Kopf des Mannes. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass damals schon diese Probleme mit dem Kopf, mit dem gesunden Denken eines Mannes angefangen haben. Und Perücken, rasierte Bärte, weiße Leggings, oft Absätze, abstruse, einengende Kleidung, die eben die Männlichkeit zerstören sollte. Und sobald die Männer dann ihre männliche Kraft verloren hatten, folgten auch die Frauen hinterher. Und jetzt sagt man, sobald die Männer in ihre Kraft kommen, denn auf meinem Kanal entsteht vielleicht bei manchen den Eindruck, dass ich immer wieder auf die Weiber einschlage, aber so ist es nicht. Nur fühle ich mich eben wohler, wenn ich über weibliche Themen als Weib spreche. Und deswegen versuche ich immer wieder Videos, wo Männer sprechen, dann euch synchron zu verdolmetschen. Aber manchmal bin ich wirklich knapp an der Zeit oder es drängeln sich andere Themen vor, wie energiebewahrende Kleidung, von der ich jetzt im Moment die Nase voll habe, aufgrund bestimmter Ereignisse, sehr stürmischer Ereignisse. Ich lasse das alles hier ein bisschen sich setzen, die Wogen glätten und dann kehren wir wieder zu diesem Thema, spannenden Thema zurück. Ja, und kurze Haare. Kurze Haare, Männer mit kurzen Haaren, sie sind sehr praktisch veranlagt oder auch glatzköpfige Männer, bei denen Haare ausfallen mit der Zeit auf dem Kopf. Man sagt, sie sind sehr praktisch veranlagt, das sind sehr gute Geschäftsmänner. Die Sache ist, das ist eine Konzentration auf die materielle Ebene, die auch sehr wichtig ist. Im vedischen Weltbild ist der Mann für den Körper zuständig. Deswegen fühlen sich intuitiv auch Frauen zu Männern hingezogen, die gut ausgebildete Muskeln haben. Das ist nichts Verwerfliches, liebe Frauen, liebe Weiber, wenn euch das gefällt. Das hat alles seine Hintergründe. Und wir fühlen uns als Frauen oder Weiber schon intuitiv, bewusst oder unterbewusst zu Männern hingezogen, die, jetzt würde ich jetzt nicht sagen, reiche Säcke sind, sondern die eben es gelernt haben, mit der Materie zu jonglieren. Die Materie, ich zeige mal im Moment ein tolles Spielzeug, mit dem ich sehr viel versinnbildliche, die schöne Pyramide, die eben diese Materie mit ihrer starken Männlichkeit, ups, ach, immer wieder passiert mir das, die eben mit dieser Materie, die starke Männlichkeit, na, das sind die verschiedenen Stufen der Materie und Geld und ja, Macht im positiven Sinne, jetzt ist es ja alles pervertiert worden und auch ihr Weib draufpacken mit der geistigen Ausrichtung, mit der Achse ihrer Männlichkeit und hier mit dem funktionierenden Köpfchen, alles abschließend, irgendein Ring habe ich hier verloren, gut, wie dem auch sein nach dem Dreh. Und im Vedischen haben wir also den Mann, der für die Materie zuständig ist. Die Frau ist im Vedischen zuständig für das Seelische. Sie ist Dushinka, die Seele der Beziehung. Alles, na, wir haben hier auch Herzchakra und Frau ist, also das Weib ist ausgestattet mit Resonanzkörpern schlechthin. In diesem Bereich spreche ich ja immer wieder in meinen Videos darüber. Und das heißt, und sie geht auch in die Breite des schiefe Kreuz. Wir erinnern uns, der Mann ist das gerade Kreuz, beziehungsweise in dieser Darstellung geht der Mann in die Höhe. Deswegen haben wir in unserem, bei unserem weißen Stamm auch meistens Männer, die höher sind. Und wir haben Frauen, Weiber, die ausladende Hüfte haben und die eh in die Breite gehen. Besonders wenn beide anfangen zusammen zu wohnen, auf einmal wird der ganze Raum erobert. Und besonders auch deswegen ist es schwierig manchmal für zwei Weiber auf einem, ja, in einem Haus oder in einer Wohnung ohne Revierkämpfe miteinander auszukommen, weil wir eben diese Tendenz haben, mit uns den Raum zu füllen. Es gibt keine schwachen Geschlechter im Vedischen, es gibt nur nur beide starke Geschlechter, die eben Frauen haben oder Weiber haben ihre weibliche Kraft und Männer haben ihre männliche Kraft. Ah, ja, das heißt,
diese Männer ohne Haare, sie haben das Materielle im Griff, aber das Geistige nicht mehr im Griff. Der Mann, die Frau ist die Seele, also Materielle ist der Mann, dann haben wir die Frau und dann haben wir wieder den Mann, das Geistige, die geistige Ausrichtung, Ziel im Leben, Zielsetzungen nicht nur für die, sich selbst, die eigene Familie, den eigenen Stamm, sondern sogar das eigene Volk. Deswegen hatten wir auch diese державные мужи, diese rechtschaffende Staatsmänner, die eben die große Vision hatten und für das ganze Volk und darüber hinaus, die auch solche weitgehenden Gedanken hatten wie Platz des Menschen im Universum, im Kosmos. Und das waren auch diese Männer, die in der Lage waren, diese ganze Schönheit, kosmische Schönheit, die Welt der Pravd, der Ideen, der Harmonie, der perfekten Formen nach unten zu holen, in das Materielle, in die Mutter Erde, auf die Mutter Erde und aus der Mutter Erde, aus dem Materiellen, wunderschöne Gebäude zu formen. Das sehen wir an der alten Architektur, diese atemberaubend schönen Formen. Das sehen wir an solchen wunderschönen magischen Gegenständen wie irgendwelche Messern oder Truhen. Und das alles ist auch diese geistige Kraft, eben sich anzudocken. Und mit kurzen Haaren, wie unsere Wolchwe sagen, ist es viel schwieriger geworden. Deswegen einer der Gründe, warum wir heute diese hässlichen Buden haben, diese hässliche Architektur, ist, dass wir den Zar, dass der Mann den Zar im Kopf verloren hatte, der ausgeloschen ist. Und es ist die Aufgabe des Mannes, wieder diesen Zar im Kopf anzuzünden. Cäsar stammt übrigens von dem Wort Zar. Und somit auch, wenn der Mann sich nur dem Materiellen widmet, seinen Muckis, dem Geld, seiner Karriere und mit einer Frau zusammenkommt, mit einem Weib und sie dann das Seelische übernimmt, dann wird sie immer dominieren. Weil wir haben Körper, Seele und Geist. Und wenn eben dieser Geist flöten geht, dann haben wir die Seele automatisch immer über dem Materiellen. Das heißt, das sehen wir ganz oft auch in diesen Familien, wo der Mann dann das Geld nach Hause bringt und das alles seine Frau überlässt, seinem Weib, und sie das Sagen hat im Heim. Und darunter, zumindest das vedische Weltbild, leiden letztendlich alle, denn auch das Weib, ganz egal welche Agenten, unterschwelligen Agenten wir heutzutage haben, die weibliche Natur kann man nicht täuschen. Und es ist wunderschön für im vedischen Weltbild, kein Dogma, nur wenn es mit dir resoniert, im vedischen Weltbild, sich von einem Mann leiten zu lassen. Ich mag das sehr gerne und deswegen bei ich allen wichtigen Entscheidungen befrage ich, seit ich das weiß, kompetente Männer in meinem Umfeld. Meine wunderbaren, kompetenten Männer im Umfeld. Und so helfen sie mir, meine Entscheidungen zu treffen. Wir sehen in diesem düsteren Zeitalter der Mara diesen Zwang, diesen Krieg, der geführt wurde gegen das weibliche und männliche Haar. Und wir sehen das ja auch bei den, es gibt ja diverse Verschwörungstheorien, es gibt diverse Annahmen, dass unter uns sich auch reptiloide Rassen gemischt haben und deswegen auch diese Tendenz, sich die Haare wegzurasieren, das ist auch nicht ausgeschlossen, dass es auch uns die reptiloiden Wesen gebracht haben, weil die eben selbst kahl sind überall und somit unterscheiden wir uns nicht stark von denen. Außerdem natürlich zu einem Drittel sind wir selbst Reptiloid. Wir haben ja auch dieses ganz antike Gehirnareal, das reptile Gehirn. Und wenn wir uns die Haare wegmachen, dann verstärken wir diese Areale, die zuständig sind für Durchsetzungskraft, Wettbewerbsfähigkeit, ja, eine gewisse Härte und Schonungslosigkeit. Ja, für Frau wird empfohlen, für das Weib wird empfohlen, ein langer Zopf hinten, die Strukturierung ihrer Haupthaare, und für den Mann
die Strukturierung, also dass der Mann sein Bart ganz lange wachsen lässt und sich so Zöpfchen macht, so wie wir das bei den Weggängern zum Beispiel sehen. Finde ich wunderschön, wenn dann auch heutzutage Männer sich so kleine Perlen in den Bart machen. Finde ich herrlich. Also mit so langen, geflochtenen Haaren hier. Ja, so ein wunderschöner Anblick. Also ich motiviere euch einfach dazu, lasst eure wunderschönen Bärte wachsen. Das ist so ein schöner Anblick. Also das ist zumindest meine ganz große Vorliebe. Also mir kommt ein nicht bärtiger Mann nicht ins Haus. Das weiß ich eh schon. Also wenn ich durch die Gegend läuft, wenn ich einen sehe, dann denke ich, oh, also, wenn es auch noch so ein schöner, gepflegter, langer Bart ist, dann ja, es ist immer eine Augenweide. Sicherlich so wie für viele Männer dann auch so lange Haare, die zu einem schönen Zopf gebunden sind. Ja, wie gesagt, wir bewegen uns langsam immer mehr in dieses vedische Zeitalter, auch Verde, Velis, Volasse. Und zu den Männern. Wir haben viele Männer, die heutzutage nicht in der Lage sind, ihre Haare zu halten. Also hier haben wir, in der Mitte haben wir die Verbindung zum Volk. Hinten, Vusahasrara Chakra, ist die Verbindung zum Rot, zum eigenen Stamm, zu der Geistigkeit. Und an den Seiten haben wir die Verbindung zu den allgemein gültigen menschlichen Werten. Und je nachdem, wo deine Glatze ist, kannst du dann sagen, wo eine Störung besteht. Und grundsätzlich die Auseinandersetzung mit dem eigenen Stamm, auch das Wachsen des Bartes kann das Ganze und Tragen richtiger Hose kann an sich auch den Haarwachstum wieder reaktivieren. Also sagt man. Und auch umgekehrt, wir leben in so einer verdrehten Zeit, dass wir auch verstärkt ältere Damen haben, ältere Weiber, die ein Damenbart haben. Und letztens hat Angelika von ihrem Kanal Andere Sicht, Andere Tat, Ansita, berichtet sogar in einem der Videos, dass seit sie Röcke trägt, energiebewahrende Kleidung, selbstgenähte, händisch genähte Kleidung, dass sie das Gefühl hat, dass ihr Damenbart nachgelassen hat. Und wir haben auch dieselben Geschichten auch bei Menstruationsbeschwerden, bei irgendwelchen gynäkologischen Störungen bei dem Weib, bei der Frau, bei der Freya und Frick. Genau, also die Verbindung, unsere Haare verbinden uns mit unserem Stamm, mit der Menschheit, besonders wichtig für den Mann und machen ihn viel widerstandsfähiger, viel klardenkender, so das vedische Weltbild. Ja, offene Haare bei den Weibern, das, was ich heute praktiziere für euch, das habe ich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung bereits mehrfach getestet. Das mache ich nicht mehr in der Öffentlichkeit. Natürlich wirken wir Weiber immer attraktiver und sexuell anziehender mit diesen offenen Haaren. Auch ich, wenn man mich vergleicht in meinen Videos, wo ich die Haare geschlossen habe und jetzt mit dieser Mähne, darüber bin ich mir auch bewusst. Aber im vedischen Weltbild ist es so, und das ist, wie ich betone, keine Biederkeit. Und letztens habe ich jetzt mich mit der Tatsache in your face auseinandersetzen müssen, dass wohl ganz viele Weiber meine Kopftücher-Videos ganz krumm genommen haben und sich sogar von mir abgewendet haben. Das ist der Stein des Anstoßes geworden ist, weil da auch ganz, ganz tiefe Ängste gerührt waren, so wie ich gesagt habe, es ist ein Politikum. Meine Lieben, ich habe so oft in diesen Videos betont, dass es alles einen energetischen Hintergrund hat, dass ich nicht dazu aufrufe, dass wir uns Frauen vermummen. Und wenn ihr das raushören wollt und es euch so antriggert, dann schaut euch bitte eure eigenen Themen an. Ich meine es nun gut, und diejenigen, die das jetzt ausprobiert haben mit den Kopftüchern, die berichten allesamt, dass es wirklich eine wunderschöne, heilende, sammelnde, energetische Wirkung hat. Und genauso ist es mit der Bündelung der Haare jeden Morgen.
Morgen aufzustehen und zu einem Ritual zu machen, sich schöne Zopffrisur, Flechtfrisuren zu machen und dann den Tag strukturierter anzufangen. Wenn ich ganz, ganz zerstreut bin in meinen Gedanken, dann binde ich mir ein schönes Tuch, ein kleines Tuch. Es gibt so viele Bindemöglichkeiten. Schaut in meinem Video, in meinen beiden Videos zu den Kopftüchern. Lasst euch nicht triggern. Zieht das die Weisheit heraus, ohne politisch und emotional und sonstig zu werden, und probiert es einfach aus, würde ich sagen. Zu Hause, muss ja nicht draußen sein. Und dieses, all diese Methoden, die Haare zu bündeln, die dienen in erster Linie dazu da, wie auch die energiegerechte Kleidung. Letztens kam ja auch die Frage, wozu, was ist das für, also was bewahre ich da denn für eine Energie? Also zumindest im vedischen Weltbild bewahren wir unsere Energien als Biriginias, als Hüterin des Stammes und des Heimes. Gehen, gehen, gehen. Für manche ein langweiliges, veraltetes, anachronistisches, triggerndes Bild der Frau. Für manche ein spannendes Bild, da wo wir keine anderen Archetypen brauchen, wie die feurige Liebhaberin oder Kriegerin. Und wir lassen alles einfach nebeneinander stehen, ohne uns zu bekämpfen, und schauen einfach, was für uns stimmig ist, und versuchen nicht, die anderen Normen und Werte auf dieses vedische Weltbild, andere Weltanschauungen diesem vedischen Weltbild überzustülpen, sondern lassen das einfach respektvoll stehen, wie es ist. Und schließlich gehe ich auch nicht zu auf irgendwelche Kanäle von Weibern, die eine andere Ansicht der Weiblichkeit und der Sexualität und wie die Weiblichkeit gelebt werden soll, gehe ich nicht auf ihre Kanäle und hinterlasse auch keine anstößigen Kommentare und diskutiere nicht mit ihnen, sondern ich lasse sie leben. Und ich finde, wenn wir schon von Dogma sprechen, dann lassen wir einfach das vedische Weltbild so, wie es ist, denn es gibt genug Weiber, mit denen es resoniert, und wir in diesem Weltbild akkumulieren einfach mit all diesen Sachen, auch mit den geschlossener Kleidung und all diesen an sich energetischen Methoden, um unsere Weiblichkeit, um diese Energie zu akkumulieren, zu ziehen mit diesen langen Röcken. Heute habe ich aber auch einen kurzen Rock, wie ihr seht an, und ich habe ein enges Trachtenkleid an, trage ich auch sehr, sehr gerne, auch schön figurbetont, kein Dogma. Und wir akkumulieren diese ganze Energie mit diesen langen, schweren Röcken, wie auch mit den Haaren, und in dem richtigen Moment öffnen wir zu Hause unsere schönen Haare und beschenken mit dieser urweiblichen, heftigen, ja, Reaktorenergie unser ganzes Heim, unseren vor Staunen erzitternden Mann. Und genau dasselbe macht er. Er akkumuliert, 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 und im richtigen Moment macht das Weib mit ihrer weiblichen Energie und der Mann mit seiner männlichen Energie. Und deswegen, von wegen Bieder, von wegen Sekte, von wegen Dogma, es ist einfach nur sehr spannend, wenn man die Feinheiten dahinter versteht, statt wiederum in sein eigenes Dogma zu verfallen, dass das alles irgendwie falsch ist und sich komisch anfühlt. Wie gesagt, manche verstehen, was ich meine, haben das ausprobiert mit guten Ergebnissen. Für manche ist es nichts, aber wie gesagt, ich betone in meinen Videos immer wieder, meine Lieben, immer wieder, so wie es euch passt, wenn es mit euch resoniert, bleibt bei mir in meinem vedischen Schloss, in meinem vedischen energetischen Raum. Wenn nicht, bin ich euch nicht böse, und ich möchte euch ganz bestimmt nicht irgendwelche fremdanmutenden Weltbilder aufsetzen. Ja, sind wir gut? So, machen wir weiter. Also, auch diese Geschichten, in Indien sehen wir das auch. Einer hat berichtet, auch letztens, war in Indien und ist auch ein sehr feinfühliger Mensch. Und die Frau des Hauses, das Weib des Hauses, schön den Zopf geflochten, draußen bedeckt, die Tochter auch. Und dann kamen sie nach Hause und öffneten diese langen Haare. Und der ist fast verrückt geworden vor dieser Wärme, vor dieser Energie, weil dann ist die Frau, das Weib, noch mehr in der Lage, den Raum mit sich auszufüllen, mit einer wohlwollenden Energie, vorausgesetzt, dass sie selbst in einer guten, wohlwollenden Verfassung ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann lieber zu Hause auch sich erstmal kokonieren,
sich erstmal seelisch reinigen, die Wut rausschreien, rausheulen, was auch immer, und dann, ne, dann wieder bereit sein, diese wunderschöne, hochschwingende Rolle als Hüterin des Heimes zu erfüllen. Ja, und insbesondere in diesem vedischen Weltbild, umso wichtiger ist es für eine verheiratete Frau, ihre Haare zu strukturieren, schön diese Energie zu akkumulieren im Draußen, dass sie sich nicht im Draußen verpulvert, weil diese Tendenz haben wir heutzutage leider auch. Wir sind nach draußen immer sehr schön, psch, 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 wie ein Feuerwerk, aber dann fällt das Ganze, sobald wir zu Hause ankommen, in sich zusammen. Ich kenne das von meiner Mutter aus eigener Erfahrung, eine wunderschöne Frau, Dozentin an einer Uni, Deutschdozentin, immer mit ihren schönen, auf Lockenwicklern die ganze Nacht geschlafen, Haaren und so schön geschminkt, und dann kam sie an und kollabierte in sich zusammen und hatte eigentlich keine Energie, keine Zeit, keine Lust auf mich. Ja, das spüre ich immer noch sehr schmerzhaft, und die Wunden sind dementsprechend groß. Deswegen auch allein schon, wenn wir Mütter sind, dann finde ich, das ist doch schön, wenn wir zu Hause das Ganze, zu Hause für unsere Kinder, für unsere geliebten Menschen, für unsere Haustiere, dann öffnen, statt sich draußen zu verausgaben, wie ein schönes Feuerwerk, da durch die Straßen auf hohen Absätzen und engen Kleidern zu laufen und alle zu begeistern, aber dann nicht genügend Kraft. Und also mit der Zeit, sag mal, ich sehe das auch in der Ukraine, in meiner Heimatstadt, die schönsten Frauen, die man sich vorstellen kann. Jetzt nicht mehr, die sind viele jetzt geflüchtet, ausgewandert, aber früher, man konnte sich fast nach jeder Frau umdrehen. Aber so schön wie diese Frauen bis 30 waren, so leer und abgenutzt waren sie erschreckenderweise nach 30, ab Mitte 30, weil eben diese Miniröcke und diese Stöckelschuhe und diese offenen Haare und dieses Verteilen von dieser wohlwollenden, wunderschönen, ja, Göttinnen-Schönheit ohne Frage, aber verteilen. Das ist mir schon öfters aufgefallen, dieses Phänomen in meiner Heimatstadt, dass die jungen Frauen so schön sind, aber die älteren Frauen irgendwie, ja, der Kontrast so groß ist. Ja, und die Frau, das Weib verbindet sich mit der Göttin Markisch des Schicksals. Durch das Strukturieren der Haare verbindet sie sich mit der Göttin, mit ihrer Tochter Dola, gutes Schicksal, auch durch das Nähen, Weben, durch die Handarbeit. Und wenn sie einfach ihre Haare so offen hat und unordentlich so irgendwie so rumläuft, dann verbindet sie sich mit der Tochter der Göttin Markisch Njedola, mit dem schlechten Schicksal. Ja. Ja, hier haben wir auch sehr wichtige Zentren. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Wir haben hier auch wichtige Pheromone. Das heißt, wenn wir uns hier die Haare rasieren, das hat auch übrigens nach den Worten eines sehr weisen Mannes, dem ich lausche, eines vedischen weisen Mannes, ein Arzt hat ihm gesagt, ein Militärarzt, und in Russland ist es traditionell so, dass die besten Ärzte im Militär sind, weil sie dann wirklich schauen müssen, dass die Soldaten alle schnell fit werden und fit sind. Er sagte, auf gar keinen Fall die Achselhöhlen rasieren. Das bringt sehr, sehr viele Krankheiten, und diese Wurzeln von den abrasierten Haaren, die gammeln auch tatsächlich. Es ist dann auch ein ganz anderer Geruch. Und meine Lieben, entgegengesetzt der Meinung, dass es notwendig ist, die Haare zu rasieren, damit das nicht so nach Schweiß stinkt, wenn man auf Alkohol verzichtet, wenn man auf Fleischprodukte, auf tierische Produkte verzichtet, diese wirklich auch kein Dogma. Heute haben wir ein No-Dogma-Video. Wenn man das einfach reduziert und entweder gar nicht isst, oder wenn du das brauchst, halt einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen isst. Und dann hast du diesen Geruch nicht. Das hast du ja wirklich nur, also extrem vom Alkohol, vom Bier, auch von Zigaretten und von Synthetikkleidung. Insbesondere wenn du auch wunderschöne Leinenhemden trägst, dann haben wir einen perfekten Feuchtigkeitsregulation durch diesen Wunderstoff, und dann haben wir das nicht durch Leinen, Hanf. Ja,
auch im Schritt das Haare rasieren ist fatal. So schwindet unsere sexuelle Kraft. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wie ich eingangs erwähnt habe, jedes Haar bleibt jetzt an mir. Ich fühle mich so schön und ich fühle mich so schön aufgeladen. Und ich spüre jetzt auch mittlerweile diese Antennenfunktion meiner Beinbehaarung, die jetzt nicht mehr so kräftig ist, aber immer noch vorhanden ist. Ich spüre die Antennenfunktion all der Haare, ihre Besonderheiten in allen diesen Arealen und auch meine Achsel. Seit ich meine Achselhaare nicht mehr rasiere, habe ich auch viel weniger kräftigen Haarwuchs und ich ernähre mich ja vorwiegend vegan mit immer wieder startenden Versuchen, mich ganz stark roh köstlich zu ernähren, auch wenn ich manchmal, insbesondere in letzter Zeit, aufgrund irgendeines inneren Mangels, wahrscheinlich weil ich vielleicht zu ambitioniert war mit diesem ganz schnellen Umstellen auf vegan, was ich jahrelang betrieben habe, auf Milchprodukte, also verstärkt Milchprodukte, Bio, ganz hochwertige Milchprodukte integriert habe in mein, seit dem Ukraine besucht und es ging mir so viel besser, auch meine Haut und meinen Haaren. Deswegen alles nicht in Stein gemeißelt, kein Dogma. No dogma. Und besonders fatal ist es halt im späten Alter, weil in den jungen Jahren, auch in den mittleren Jahren, tragen uns die Hormone noch durch. Aber wenn wir dann im Alter, ich finde es sehr fatal bei den älteren Frauen, sehr bedauerlich, einmal die Hose, einmal die kurzen Haare, weil sie spärlich geworden sind. Liebe, mich gucken ja auch ältere Frauen, liebe ältere Weiber, bitte lasst euch die Haare wachsen. Achtet doch nicht drauf, dass sie dünn sind. Vielleicht kommt dann noch diese Kraft. Stellt auf die Röcke um, probiert es doch mal einfach aus. Es ist so eine Gnade, so eine Wohltat, eine Frau zu sehen, eures Alters, so 50, 60 oder 70, die noch ihre Haare hat, die noch ihre grauen Haare hat. Und zu den grauen Haaren wollte ich eigentlich ein gesondertes Video machen. Jedes Mal, wenn ich einen grauen Menschen sehe, ob Mann oder Weib, ich könnte diese Menschen knutschen. Unsere Gesellschaft fehlt dringend das Betrachten der Haare, der Farbe, der Sterne. Man stellt ja auch wieder auf Weiß, auf diese Reinheit, und das, weil man verbindet sich immer mehr mit der Sternenweisheit und man verbindet sich mehr mit dem Ort, von wo man herkam. Es ist so wichtig, dass wir auch andere Menschen, die noch nicht so weit sind, ich habe zwar immer mehr graue Haare, aber noch nicht, also alles zu seiner Zeit, und tut einfach so gut, einen Menschen zu sehen mit seinen grauen Haaren, weil allein schon das Betrachten dieser grauen Haare verbindet dich mit der kosmischen Weisheit, mit der Weisheit der Sterne. Ja, einige Tipps auch noch, den Bart zu streicheln immer wieder als Mann, diesen Bart schön zu streicheln, und hier haben wir die Handflächen, haben die Flächen ungefähr der zwei Gehirnhälften, die Größe, und dann, damit der Mann was Gutes erdenkt, ist es gut, wenn er immer wieder sein Bart so bewegt und ja, darauf so meditiert. Das machen ja oft Männer unterbewusst. Ja, daher ermuntere ich einfach alle Menschen, die graues Haar bekommen, jedes einzelne Härchen auch zu ehren, zu wertschätzen. Das ist die Vorbereitung zu dem Aufstieg in die höheren Welten. Durch diese grauen Haare schöpfst du ganz viel himmlische Weisheit, die du noch bevor du übergehst in die andere Welt, dieser Welt schenken kannst. Ich unterhalte mich so gern mit Menschen mit grauen Haaren, mit Frauen oder Männern, Weibern oder Männern, und ich möchte dieses Video erstmal abschließen. Es gibt noch einiges mehr über die Haare zu sagen, aber ich bin heute sehr, sehr müde. Ich habe letzte Nacht nur 2 Stunden geschlafen aufgrund heftiger emotionaler Erlebnisse, Durchlebnisse, Gedanken und Unruhe, und heute haben wir auch noch die Sonnenfinsternis in Mexiko und in diesen anderen Gebieten, und das habe ich heute sehr stark gespürt. Aber ich möchte das Lied abschließen mit das Video abschließen mit einem Lied, und zwar Weißes Licht. Белый, белый свет, сияющий радостью. Белый, белый свет, свет красоты. Белый, белый свет, источник благости, белый-белый свет, свет чистоты. Weißes, weißes Licht, du leuchtendes Licht, du
Quelle der Schönheit, du Quelle der Reinheit, du Quelle der Güte, so ungefähr. Wie gesagt, ein bisschen müde, ich hole jetzt meine Trommel und dann wollen wir das gemeinsam singen. Und in den nächsten Tagen werde ich das auch transkribieren, versprochen. Белый, белый свет, сияющий радостью. Белый, белый свет, свет красоты. Белый, белый свет, источник благости. Белый, белый свет, свет чистоты. Белый, белый свет, сияющий радостью. Белый, белый свет, свет красоты. Белый, белый свет, источник благости. Белый, белый свет, свет чистоты. Белый, белый свет, сияющий радостью. Белый, белый свет, свет красоты. Белый, белый свет, источник благости. Белый, белый свет, свет чистоты. Сияющий радостью. Белый, белый свет, свет красоты. Белый, белый свет, источник благости. Белый, белый свет, чистоты. Ом гари 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 ом.